Digitale Kompetenzen umfasst für mich mehrere Ebenen. Und ich sage sie jetzt einmal kurz und dann erkläre ich sie nochmal genauer. Digitale Kompetenzen, die erste Ebene ist einfach die Handhabung von digitalen Medien. Zweite Ebene ist für mich der rechtliche Aspekt. Und die dritte Ebene, das sind dann die Kompetenzen, die ich brauche im Umgang mit digitalen Medien. Das heißt, also nochmal zurück auf die erste Ebene, Handhabung von digitalen Medien. Das ist die einfachste Ebene, weil wenn ich mir heute Jugendliche anschaue, die haben das sofort heraus, wie ich ein Tool verwende. Da brauche ich gar nicht so viel erklären oder so viel Input geben. Was da aber auch dazu kommt bei der Handhabung, ist eben, welches Tool setze ich wie, wann und zu welchem Zweck ein. Und dann auch noch ganz wichtig in dem Bereich ist, lösungsorientiert zu sein und dass die Schülerinnen, die Studierenden, die Leute einfach wissen, wie kann ich Lösungen finden, wenn ich auf ein Problem triff mit digitalen Medien. Also wo suche ich was, wie suche ich das, Suchkompetenzen und so weiter. Also das gehört zu diesem ersten Bereich. Der zweite Bereich, das sind das Wissen um die rechtlichen Aspekte. Ganz großes Thema natürlich sind Bildrechte oder auch Verwenden eben von Materialien von anderen Personen. Wie gehe ich damit um? Was darf ich? Wie darf ich sie verwenden? Darf ich sie überhaupt verwenden? Und da sehe ich ein großes Defizit. Da ist immer noch nicht klar, wie darf ich jetzt Bilder verwenden? Wir haben zwar die Creative Commons Lizenzen, aber trotzdem ist da noch große Unsicherheit. Und da gehört noch ganz, ganz viel trainiert und geschult. Es ist so für mich die zweite Ebene, ganz wichtige Ebene. Und eben auch bei den rechtlichen Aspekten gehört natürlich auch dazu, wenn ich mich irgendwo registriere, dass ich mir klar darüber bin, was gebe ich denn ab an Rechten oder darf ich das nur im Bildungsbereich einsetzen, darf ich das kommerziell nutzen? Also auch dieser Aspekt. Das ist so für mich die zweite Ebene. Und die dritte Ebene, das ist dann die Kompetenzen, die ich brauche im Umgang mit den Medien, mit den digitalen Medien. Aus meiner Erfahrung heraus sehe ich ganz viel, dass Studierende, Schülerinnen oft Schwierigkeiten haben, dann zum Beispiel Entscheidungsfindung. Sie verbringen ewig viel Zeit damit, ja, was soll ich denn jetzt nehmen, wie, welche Farbe und so weiter. Also ich brauche, das sind neue Kompetenzen oder Kompetenzen, die man jetzt vermehrt braucht. Entscheidungsfindung und zum Beispiel Zeitmanagement. Dass ich mir ganz klare, strikte Zeitrahmen gebe. Da geht es ganz viel in Selbstorganisation. Und dann zu diesen Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien, da würde ich jetzt einfach auf den Stefan Aufenanger verweisen, der eben da anspricht, das Medialitätsbewusstsein, also dass ich mir klar bin, woher kommen denn diese Informationen, das Verstehen, die soziale und gesellschaftliche Verantwortung, die ich da habe und natürlich auch, dass ich diese Kompetenzen habe, um partizipieren zu können. Wenn ich mir heute anschaue, was alles schon digital abläuft, in Ämtern, dazu brauche ich ganz klar eben diese Art von Kompetenz oder vielleicht wahrscheinlich auch in Zukunft, eben, wenn es um politische Entscheidungen geht. Heute schon, wenn ich in der EU, wo ich überall beitragen kann. Also und das sind für mich so diese drei Ebenen, die ganz wichtig sind, wenn es oder die eben digitale Kompetenzen umfassen. Ganz einfach, das ist die Lebenswelt von unseren Schülerinnen, von unseren Studierenden, von allen jungen Leuten. Und daher brauchen die auch diese Kompetenzen. Abgesehen davon kann das auch rechtliche Konsequenzen haben, wenn ich digitale Medien unbedacht einsetze, auch finanzielle Konsequenzen. Und das ist einfach absolut notwendig. Digitale Kompetenzen in die Lehrerinnen-Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung zu integrieren, ist für mich ein absolutes Muss. Schon allein deshalb, weil wir in Österreich auch einen Grundsatzerlass haben zur Medienerziehung und teilweise haben wir schon Projekte, wo Volksschulkinder die Grundbildung mit Medien erhalten. Daher brauchen wir das ganz, ganz dringend und eigentlich ist die Frage, wie machen wir ein intelligentes Konzept, dass das wirklich auch nicht nur die neuen Lehrerinnen eben besitzen, diese Kompetenz, sondern eben auch Lehrerinnen und Lehrer, die Lehrpersonen, die bereits unterrichten.
Ich denke, dass die Rolle der digitalen Medienkompetenz in der Zukunft noch einerseits noch stärker wird, aber andererseits schon gar nicht mehr diskutiert wird, weil es eben so ein normaler Teil von unserer Welt ist, auch von der Lehre ist und daher einfach ein integraler Bestandteil ist. Ich verwende eine Vielzahl von digitalen Medien oder E-Tools und zwar zu unterschiedlichen Zwecken. Es gibt einmal die E-Tools, die ich einfach im Unterricht, in der Lehre einsetze, um zum Beispiel Abfragen zu starten, Feedback zu bekommen. Also das sind Abfragetools, das sind virtuelle Pinnwände, das sind aber auch Präsentationstools und die fließen so in den Unterricht ein. Was mir aber auch sehr wichtig ist, ist, dass die Studierenden wirklich selber dann diese Tools verwenden. Ich zeige ihnen oft nur was und sage, das könnt ihr jetzt für eure Präsentation verwenden. Und das ist zum Beispiel bei Videos, so animierte Videos, das finden sie, wenn ich ihnen das einmal zeige, dann kann ich mir sicher sein, dass danach jemand die Hand hebt und sagt, was ist denn das? Ist das gratis? Und dann sage ich Ihnen das oder gebe Ihnen den Link und sage, hey, da könnt ihr euch noch so verschiedene Tutorials dazu anschauen. Und dann funktioniert das, dann läuft das einfach. Und eben, ich überlege mir dann immer, für was will ich diese Tools einsetzen? Ist es eben zum Präsentieren? Ist es für Selbstorganisation? Oder eben so Abfragetools, Motivationstools, können ja auch so kurze oder lustige Sachen sein. Und das ist etwas, was ich merke, das kommt bei den Studierenden total gut an. Die wollen, die nehmen es sofort her. Manche, die brauchen so ein bisschen Anschubsen, aber im Endeffekt ist es immer so, dass die eine totale Freude damit haben und dann mehr entwickeln, als wie ich selber mit dem Tool machen kann. Etwas, das ich auch einsetze, das sind einfach die iPads. Die sind ständig in der Lehre integriert und da erhalte ich dann ganz viel die Rückmeldung von den Studierenden. Boah, ist das cool, das haben wir vorher noch nie gehabt. Und ob das jetzt wirklich an so einen positiven Effekt oder Lerneffekt hat, das kann ich weniger sagen. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, dass es sie einfach motiviert. Es erleichtert für mich ganz viel, weil ich eben zu den Studierenden dann sagen kann, nehmt das iPad, postet das da auf der Pinnwand, dann ist das auch gleich dokumentiert, dann können Sie wieder darauf zurückgreifen. Also das hat dann auch so vom Ablauf her für mich sehr viele Vorteile. Wie gesagt, für die Studierenden würde ich sagen, ist das einfach so eine Motivation, dass das nicht so alt und verstaubt ist, sondern da ist jemand, der auch mit im neuen Medien arbeitet. Ein Projekt, das mir besonders am Herzen liegt, das ist die E-Inklusion. Das heißt es, E-Inklusion ist für mich, dass Studierende, die aufgrund von einer Einschränkung oder Krankheit nicht vor Ort am Unterricht teilnehmen können, dass die über Videokonferenz-Tool am Unterricht teilnehmen. Und das ist jetzt eben so ein Pilotprojekt im Moment. Ich hatte letztes Jahr eine Studierende, die wirklich den gesamten Kurs über das Videokonferenz-Tool teilgenommen hat. Und das war interessant zu sehen, wie sich da die Dynamik im Seminarraum verändert hat, weil das ist ein sehr interaktiver Unterricht. Das heißt, es waren also wirklich auch an den einzelnen Tischen hatten wir Kameras, sodass die Studierende außerhalb eben die Studierenden im Seminarraum sehen konnte. Und es war ganz interessant, dass dann auch ein Studierender dann so am Ende vom Semester rückgemeldet hat, er hat total viel gelernt im Sinne von sozialer Kompetenz. Dass es eben, ja, dass Inklusion eigentlich viel einfacher ist heutzutage mit diesen digitalen Medien und dass es machbar ist. Und dass er da auch, was er auch gelernt hat, ist eben dieser Umgang mit Videokonferenz-Tools, den er sicherlich dann auch später in seinem Beruf gebrauchen wird. Mein Tipp für jemanden, der neu mit digitalen Medien anfängt, klein und mit einem ganz, ganz einfachen Tool beginnen.
Und warum so? Weil es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man ein einfaches Tool hat, weil es natürlich dann auch leichter funktioniert und es nimmt sehr viel Druck raus. Und was dann noch ein Tipp ist, wenn man ein Tool schon mal kann, versuchen das in möglichst vielen verschiedenen Situationen einzusetzen.